Hallo, kommt's einer. Das ist also unser Garten. Vor 3 Jahren war da noch gar nichts. Nur Baum und Wiesen. Das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Die Sitzmöbel aus den Paletten und Autoreifen haben Klassen in Werken gemacht. Die Nistkästen für die Vögel auch. Und die Fledermausbrillen. Sowie das Moorbeet, das haben wir auch ganz selber angelegt. Überhaupt alles ist selber gemacht. Die Trockenmauer ist bei den letzten Projekten fertiggestellt worden. Seit wir den schönen Garten haben, ist viel mehr Unterricht im Freien draußen. Das taugt mir voll. Wisst ihr, in der Freistunde gehe ich auch viel gern raus und schau, was gerade so blüht. Oder tue ein bisschen beim Unkraut umeinander zupfen. Aber das sind ja die Lehrkräfte, ja. Das ist ja auch das Schöne bei der Gartenarbeit, dass man sich da irgendwie anders kennenlernt. Wenn zum Beispiel die Mathelehrerin mit der Scheibdrucken fährt und der Gitarrenlehrer Unkraut zupft. Ja, voll. Und da gibt es dann auch so Gartenteams, die in die Sommerferien immer wieder vorbeikommen und dann nach dem Rechten schauen. Voll, genau. Das ist natürlich alles Bio. Und eine Ernährungslehre kochen wir damit. Und das schmeckt man schon, wenn es so frisch aus dem Garten direkt in den Kochtopf kommt. Ja, das stimmt. Und wir daheim achten auch immer mehr darauf, dass wir regionale und frische Sachen kaufen. Komm, schauen wir uns die Naschhecke her. Ja, schau, da sind Himbeeren und Stachelbeeren. Ja, aber hoffentlich können wir die das Jahr noch vor den Sommerferien alle vernaschen. Ja, das hoffe ich. Es ist ja auch schön, dass wir so viele Sachen für den Garten geschenkt gekriegt haben. Stimmt, die Bank haben wir doch auch von einer College-Studentin geschenkt gekriegt. Ja, stimmt. Und generell ist uns einfach am wichtigsten, dass wir die Kinder die Freiheit am Garten weitergeben, dass die ein Gespür kriegen für die Natur und Verantwortung übernehmen für unseren Planeten.